Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Motormontageöl. Und zwar hat die Firma, beziehungsweise ich glaube die Vertretung von Deutschland, von Royal Purple, mir dieses Montageöl geschickt. Ich habe gesagt, interessantes Thema, denn ich verwende ja immer dieses Grüne, was ihr alle kennt, und habe damit gute Erfahrungen gesammelt. Lass uns doch einfach mal in einem Ölcheck von so einem Laborbericht mal prüfen, was für Bestandteile sind überhaupt in diesen Ölen vorhanden, welche Vor- und Nachteile ergeben sich bei der Montage von so einem Motor, wenn man sowas verwendet, und wo sind vor allem die Unterschiede zwischen den beiden Ölen. Als allerbeste Expertise, die ich mir hier aussuchen konnte, ist der Alex von Motul da. Alex, was machst du bei Motul ganz kurz? Ich mache bei uns die Technik im Haus, seit ein paar Jahren. Habt ihr vielleicht auch schon in unserem letzten Besuchsvideo von Motul gesehen? Wer das noch nicht gesehen hat, hier ist ein Link. Einfach mal reinswipen. Mhm. Zu unserem Tagesgeschäft gehören natürlich auch Gebrauchtölanalysen. Mhm. Ja. Und mit so einer Analyse, die wir hier durchgeführt haben, die eignet sich auch, so ein Produkt mal auseinanderzunehmen, gucken, was ist da drin. Und wie du schon gesagt hast, daraus Rückschlüsse abzuleiten, inwiefern das für die Montage eines Motors hilfreich ist oder eben nicht. Vorab zu wissen ist, dass ihr macht diese Laboranalyse nicht selber, die ist neutral. Genau, die machen wir nicht selber, die lassen wir in einem Sachverständigenlabor machen bei Ölcheck, schon seit über 20 Jahren. Die sind Spezialisten in dem Bereich, die machen auch viele tausend Analysen pro Tag, mhm, mit einer sehr hohen Genauigkeit und mit einer sehr großen Bandbreite. Also wir haben alles dabei, was wir brauchen im Bereich Motor, Getriebe und was wir sonst noch so brauchen im Bereich Auto. Und auch mit so einer Ölanalyse könnte man auch Schlüsse ziehen, wie verschlissen ist jetzt ein Motor. Genau. Habt ihr viele Motorsportteams, die euch sowas schicken? Ja, wir haben auch ein paar Motorsportteams, einen kennst du sogar persönlich. Ja. Also auch die Analysen für den Tim, die lassen wir da machen, A, weil es schnell geht und weil wir eine sehr hohe Bandbreite haben, auch eine sehr hohe Genauigkeit. Also die Verschleißwerte werden hier in PPM angegeben, mhm, Parts per Million. Mhm. Und wir können halt daraus sehr gut ablesen, welche Komponenten im Motor von Verschleiß betroffen sind und wie stark der Verschleiß sich schon ausgebildet hat. Also anhand der Höhe der Werte kann man ablesen, mhm, ob das jetzt schon kritisch ist oder ob das noch als normaler Verschleiß gewertet werden kann. So, hier habe ich den Laborbericht von den beiden Ölen. Ich will euch noch mal ganz kurz zeigen, wie so ein Laborbericht aussieht. Hier haben wir so eine Skala, was war das? Das ist das Infrarotspektrogramm. Okay. Infrarotspektrum, das ist sozusagen wie so ein Fingerabdruck vom Öl selber. Aber auch die Elemente, die zum Beispiel im Additivpaket enthalten sind. Mhm. Also bei einem Frischöl hat man natürlich im Idealfall keine Verschleißmetalle drin. Ja. Da sind dann die hier ausgewiesenen Komponenten, Antimon, mhm, ne? Ein sehr erhöhter Wert. Was ist Antimon? Antimon wird eingesetzt als Additiv, als Hochdruck- und Verschleißschutzaddittiv in Fetten, Antimonoxid. Ja. Bei Motorölen ist es eher untypisch. Es wird teilweise auch in Lagerlegierung verwendet. Und wenn es dann schon in einem Öl, Lagerschalen. In Lagerschalen. Okay, ja. Und wenn es dann schon in einem Öl drin ist, dann würde es letztendlich Verschleißwerte verfälschen. Ja. Ja. War ein sehr auffälliger Wert mit 1814 ppm. Doch recht deutlich ausgeprägt. Ja. Ja. Dann sehen wir hier, Verunreinigungen sind keine drin, also Silizium kann verschiedene Ursachen haben, kann Staub sein, der ja aufgewirbelt wird, hier auch im Werkstattbereich, wenn gerade durchgekehrt wird, kann aber auch in einem Motoröl sein. Die Luft, die angesaugt wird, enthält natürlich auch Staub und mhm, nicht alles wird vom Filter separiert und Komponenten gelangen also auch ins Kugelgehäuse, ins Öl. Es können aber auch silikonhaltige Komponenten sein, die mhm, letztendlich auch den Siliziumanteil im Öl erhöhen. Ja, also Motorabdichtungsmaterial auf Silikonbasis. Kenne ich das Problem. Genau, das kann passieren. Ja. Bei Motorradölen sehen wir auch manchmal einen erhöhten Siliziumwert. Dann ist da Silikonöl als Entschäumer drin. Weil beim Motorrad haben wir ja eine sehr starke Durchmischung von Öl mit Luft durch das Getriebe, mhm, und die Nasskupplung. Ja. Also da möchte man, dass es sehr schnell wieder kollabiert. Kalium und Natrium, das sind so Komponenten, die findet man beim Motoröl eher selten im Additivpaket. Also es gibt ein paar Formulierungen, da ist auch Natrium Bestandteil, mhm, vom Additivpaket, geht aber eher in den historischen Bereich.
Und ansonsten sind es auch Verunreinigungen, die von außen hineinkommen, über Kühlmittel oder über Wintermittel, was auch über die Ansaugluft ins Kurbelgehäuse gelangt. Mhm. Also gerade wenn du Ölproben aus Bayern hast, dann sind da auch teilweise Natrium- und Kaliumwerte sehr hoch. Echt? Dann sehen wir kein Glykol drin und dann wissen wir, das ist also in der Regel angesaugtes Natrium und Kalium über die Ansaugluft von Wintermitteln. Okay. Ja, dann würden wir hier bei Öl noch als Verunreinigung sehen Wasser. Mhm. In einem frischen Produkt haben wir natürlich kein Wasser drin. Beim Gebrauchtöl ist der Wasseranteil immer ein Hinweis auf Kurzstreckenbetrieb zum Beispiel. Ja. Ja. Oder Eintrag von Kühlmittel, weil Kühlmittel enthält ja auch Wasser. Dann sehen wir aber auch hier dann als Verunreinigung nochmal ausgewiesen Glykol. Das heißt, MEG ist im Motoröl enthalten und verändert das auch sehr schnell. Ja. Also Viskosität steigt dann sehr stark an. Ja, das sind so die typischen Punkte Verunreinigung, unverbrannter Kraftstoff würde man noch sehen. Und das sind auch alle Punkte, die bei so einer Motorölanalyse... Genau, ja, genau. Okay. Also wir springen jetzt hier mal ein bisschen. Also eigentlich reden wir hier nur über eine Frischölanalyse. Ja, eben. Ja, und flächen noch so ein paar Aspekte mit ein, die bei Gebrauchtöl ja, relevant sind. Wenn das interessant sein sollte, könnte man da ja auch noch mal ein extra Thema dafür machen. Ja. Wo wir da mal im Detail sowas auseinandernehmen. Dann gucken wir natürlich standardmäßig immer die Viskosität bei 40 Grad an. Die liegt hier bei 676,38 Quadratmillimeter pro Sekunde. Vergleichen wir jetzt direkt mal das grüne Öl. Das liegt doch deutlich höher, ne? Mit über 1106. Genau. Okay, also wodurch kommt das zustande? Also das ist deutlich hochviskoser angelegt in der Zusammensetzung. Wirst du wahrscheinlich auch, wenn du Motoren zusammenbaust, zu schätzen wissen, wenn das Zeug auch sehr gut haftet. Ne? Also jetzt mal hier gerade den Test. Also das fließt halt viel leichter. Wenn ist niedrig viskoser. Ja, wenn da sieht man das wie... Also du bräuchtest wahrscheinlich auch da viel weniger Mittel. Genau. Ja. Jetzt ist es natürlich... Wenn so ein Viskositätstest gemacht wird im Labor, der sieht ein bisschen anders aus. Ja, nee, der macht das genauso wie ich jetzt. Nee, man merkt es extrem. Mhm. Aber was mir direkt auffällt, das riecht so wie so ein Getriebeöl. Hat so diesen beißenden Geruch, das Lilane jetzt, also das Grüne, riecht relativ neutral. Warum ist das? Weil hier in der Tat Elemente enthalten sind. In der Additivreserve ist der untere Teil im Laborbericht. Wir sehen also hier den Bereich Additive und da sehen wir sehr stark ausgeprägt bei dem lilafarbenen Produkt, das sind jetzt 1,33 Gewichtsprozent, das wären dann 13.300 ppm, also ein extrem hoher Schwefelwert. 13.000. Genau, Schwefelwert. Und hier haben wir 5.000 knapp. 4.914 ppm ist auch noch ein relativ hoher Wert, also gerade bei Fahrzeugen, mit Partikelfilter geht man im Schwefelgehalt deutlich runter. Da liegen wir dann so bei 1500, damit eben möglichst wenig Sulfatasche entsteht, wenn Öl verbrennt. Ja. Und dann würde er den Partikelfilter direkt zusetzen. Genau. Das ist auch der Grund, warum man PDF-Öl fahren sollte, extra für Partikelfilter. Genau, also da ist der Anteil Zink und Phosphor reduziert bei einem Öl für Partikelfilter oder Schadstoffarm ab Euro, Schadstoffnorm Euro 4 aufwärts, weil diese Komponenten natürlich auch die Funktion von Katalysatoren beeinflussen oder Partikelfilter verstopfen. Okay. So, und wir sehen also hier 13.300 ppm Schwefel. Ja. Und dieser Schwefelanteil, der ist hier nicht nur in dem Basisöl gebunden, sondern der ist auch Teil eines Additivpaketes. Deswegen ist der Anteil so hoch. Und hier ist der Schwefelanteil sehr wahrscheinlich nur im Basisöl gebunden. Okay. Also hat da keine großartige Additivwirkung. Was sehen wir noch? Zink und Phosphor, das ist auch hier etwas... So auf. Was Besonderes, wir haben hier Zink 2164 ppm im Verhältnis zu 110 ppm Phosphor. Ja. Das ist also auch etwas, was außergewöhnlich ist, weil normalerweise sind Zink und Phosphor in einem ungefähr gleich hohen Level vorhanden. So wie hier auf der Seite. Genau, das hier ist relativ typisch. Gleichmäßig. Genau, es war auch, würde auch als Full-Subs-Öl zählen, also nicht für Partikelfilter oder Katalysatoren, schadstoffarm ab Euro 4 geeignet, sondern ein sehr hoher Wert. Aber hier ist der Wert an Zink extrem hoch.
und der Phosphorwert im Verhältnis dazu viel zu gering. Hier können wir darauf rückschließen, dass dieser Zink- und Phosphoranteil aus einem Anti-Verschleiß-Schutzadditivpaket und Anti-Alterungs-Additivpaket stammt. Zink-Didiophosphat, ZNDDP. Ja. Und hier können wir nur sehen, wir haben einen extrem hohen Zinkanteil und im Verhältnis dazu ist der Phosphoranteil zu gering. Ja. Jetzt haben wir natürlich hier auch noch die Komponente Antimon mit drin. Also wie gesagt, ist eine recht eigene Additivierung. Also eher untypisch, wie wir sie auch in Motoröl finden. Ne? Wo würde man sowas eher finden? Also Antimon, wie wir schon gesagt hatten, eher in Fetten. Ja. Und so einen hohen Zinkanteil alleinstehend ist mir jetzt noch ist keine Anwendung mir bekannt. Jedenfalls nicht aus dem automotiven Bereich. Okay. Ja. Ich habe gesehen, dass dieser Hersteller komische Tests macht mit diesen... Mit der Timken-Maschine. Timken-Maschine, genau. Die eigentlich für diese Fette... Für Wälzlagerfette konstruiert worden ist. Da wird ein Prüfkörper eingespannt, ein Zylinderkörper, und der wird dann mit über einen Hebelarm beaufschlagt mit Gewichten. Und die drücken diesen Prüfkörper auf eine rotierende Scheibe. Mhm. Und dazwischen ist halt immer diese Flüssigkeit. Ja. Und mit dem Verschleißbild oder mit dem nicht vorhandensein des ausgeprägten Verschleißbildes möchte man praktisch zeigen, wie gut der Verschleißschutz ist. Mhm. Wobei diese Anwendung, wie gesagt, für Wälzlagerfette entwickelt worden ist und nicht für Motoröle. Weil da ganz andere Belastungen noch vorhanden sind. Genau, weil andere Belastungen vorhanden sind und in dieser Test in der Form für den Motorenbau nicht an aussagefähig. Da würde wahrscheinlich das Royal Purple mit dem hohen Antimonanteil gar nicht so schlecht abschneiden. Ne? Ja, käme auf den Versuch an. Ne? Okay. Oder müsste man mal prüfen. Ja, ich habe sowas nicht. Also. Weil es irgendwie nicht sinnvoll ist. Ne? Jo. Ja, gut. Wie gesagt, also ich kann hier nur insofern was dazu sagen, inwieweit Rückschlüsse dann möglich sind, auch zu normalen Schmierstoffanwendungen, Motoranwendungen. Mhm. So ein reines Assembly Loop haben wir selber nicht in so einem automotiven. Ja, ich habe dich ja hier einfach nur nach deiner Expertise gefragt. Ganz neutral, da ihr das nicht anbietet, welches Öl würdest du mir empfehlen, welches ich für die Motormontage eher verwenden sollte? Also ganz ehrlich, also das grüne Fluid kommt von der Zusammensetzung her ganz gut rüber. Also das steht alles in einem gesunden Verhältnis, zumal hier ein extrem hoher Antimonwert vorhanden ist. Antimonoxide sind auch nicht ganz unumstritten, was die Gesundheitsbelastung betrifft. Also wenn du häufiger damit in Berührung kommst, kann es auch Auswirkungen haben, könnte sein. Ne? Und mir gefällt auch die relativ hohe Viskosität, dass du punktgenau damit arbeiten kannst. Also würde das Produkt ganz klar dein Winner sein. Mein Vote kriegen, ja. Dann verwende ich das auch weiter. Ja. Gut. Ja, ich denke, das war doch relativ informativ. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr für andere Fragen bezüglich Motorenöle und deren Zusammensetzung und deren Eigenschaften habt. Würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.